erstmal frohes Neues wünsche ich euch. 2015 ist jetzt auch endlich mal angebrochen. Wieder alle mit dabei, auch wenn es nicht mein Kanal ist. Scheiß doch die Sau drauf. Ja. Ja, wir spielen jetzt erst zu Ende diesen Parcours, den ich baute. Fangen den doch erstmal an. Fangen wir gerade an. Wir haben den doch schon mal angefangen. Wir spielen zu Ende. Wir haben den doch schon mal angefangen, ihr Penner, Mann. Das glaubst du aber selber nicht. Hä, was ist denn da was, Mann? Ey, ab jedem Checkpoint warten, ja, ne? Ja. Ja, gemacht. Ja, du hängst, ey. Ich hänge? Wie hänge ich? Oh, yo, ey, bist ja richtig lol wieder drauf gerade. Hey, Junge, first try. First take one. Ey, Junge, wieso glitscht die ganze Zeit vom Nippel runter? Das mischen wir jetzt. Wieso hat dieser Huren-Map-Ersteller nicht mal so einen Weg nach oben gebaut, ey? Das ist echt so, Mann. Das frage ich mich aber auch jedes Mal, wenn ich solche untermenschlichen. Ah, ne, ich muss sagen, die Map ist echt nicht so schlecht, weil sie halt echt abwechslungsreich sind. Kurze Challenges, aber. Also, abwechslungsreich sollte sie sein und die Challenges sollten auch kurz genug sein. Ja. Das ist hier ein gutes Beispiel, wie eine gute Challenge auszusehen hat. Also, meiner Meinung nach. Nee. Oh, fuck, ey. Also, so eine Challenge gefallen mir. Ja, besser als die letzte Map. Ja, ja, kacke. Also die letzten Challenges waren echt kacke. Also die davor waren eigentlich ganz witzig. Die waren auch, also diese letzten da, die waren auch gar nicht so einfach. Aber als wir dann da in das Ende reinkamen und dann... Die, nee. Ja. Boah, Leute, ey. Gigascheiß. Wirklich. Aber die Map wird wohl immer bei uns in Erinnerung bleiben. Wegen der letzten Challenges da, ne? Oh, ohne ja. Diese fucking Räume da. Ja, die soll erstmal, die soll einer machen. Ich will sehen, wie einer diese Challenge 99 da macht. Er macht keine Sau, macht die. Irgendwann werden wir die auch nochmal machen. Einfach so, weil wir es müssen. Weil wir einfach sagen, wir wollen alles gemacht haben. Ich meine, wenn ich 20 Arme hätte, würde ich die können. Was? Okay. Wird es jetzt hier auf einmal so warm im Zimmer, ey, es gefällt mir gar nicht. Jetzt werden meine Hände auf einmal so sweaty, Junge. Könnt ihr das mal bitte machen, damit boah, ich das kann? Geht mir gerade richtig aus dem Sack hier weiß schon ich. Wieder, die erste Challenge. Hey, da ist doch kein... Ja, ich weiß. Aber der Nippel, der geht mir auf den... Ah, ich hab das auch gemacht. Schwanzen. Endlich, das sind nur noch drei Versuche, du Noob. Nein. Ins Bett legen. So. Ach ja, stimmt, das hab ich gar nicht gemacht. Erstmal wieder rein. Ich habe übrigens jetzt auch einen Timer am Laufen, ne? Das habe ich mal dran gedacht. Dass wir mal ein bisschen Überblick haben. Ja. Boah. Gut. Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal ganz kurz. Ja, konzentriere dich mal, aber ganz kurz nur. Ja. Danach kannst du wieder dumm sein. Ja. Welche Challenge war. Ach ja, diese rote da. Die fand ich echt nicht schlecht. Die mit den Leitern. Also weiß ich noch ganz genau, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen gebraucht haben. Ja. Jetzt halt auch mal boah, ey. Ja. Kommen wir gerade vor wie zu Anfang. Kommerz Gandalf. Ja, wie Kommerz Gandalf. Wie Gandalf. Gutes Bild. Fällst du denn ständig runter? Das kann ich ja auch gar nicht so sagen, ey. Ja, ich kann es auch irgendwie nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Ist ja bin schon im Game. Ja, erstmal jetzt konzentrier dich, jetzt machst du das, komm. Ja, da warst du nett, ne? Da dachtest du dir so, machst du aber noch einen Block runter. Ja, ja, da hab ich so einen geilen kleinen. Da erkennt man, das sind einfach kleine Spielereien, die eine Challenge ausmachen. Och du Scheiße, ey, wie so dumm. Ja, ich weiß auch gerade echt nicht, was los ist, ne? Von da solltest du eh durchspielen, da sind ja, drei. Ja, wollte vier. Ich auch, aber rutscht halt einfach ab. Ein Stück Scheiße, ey. Aber ich kann mich, ich glaube, ich erinnere mich das alles dann nur letztes Mal schon. Also ein ja, bisschen ich brauch voll lange mit der Challenge. Ja, die ist auch echt krass, ey. Das ist doch die allererste. Und nein, die unterfordert die mich einfach. Ja, kann ich verstehen, das aber. Ah, oh Gott. Flamed mich bitte nicht in den Kommentaren dafür, dass ich so anfangs immer etwas schlechter bin. Ist mir eh scheißegal. Nur anfangs. Harter Typ.
Ja, harte Worte von einem harten Typen. Ich stehe zu meinem Unskill. Was habt ihr so zu erzählen, ihr dummen Schwuchtel? Nicht so viel. Nicht so viel. Ja, merkt man auch gerade, ey. Das ist ja richtig Flaute, ey. Dabei hab ich richtig Bock. Wir können ja mal erzählen, dass wir uns die Aufnahme vom letzten Mal angeschaut haben und ich auch richtig Bock bekommen haben. Ja. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab einfach echt ein bisschen Bock zu zocken, ey. Dann haben wir einfach gedacht, kann dann auch gleich mal direkt, dann hängen wir doch direkt die nächste Session dran. Bevor wieder in den Kommentaren rumgeheult wird, von wegen, wir lassen ja irgendwelche Maps aus und zeigen immer nur die Hälfte. Ja? Es geht jetzt hier nahtlos über. Neue Map. Aber wir haben ja auch die letzte zu Ende gemacht. Ja, also ja, deswegen. Also alles legitim. Und ihr seht, das ist ja wirklich der Anfang. Ne? Das ist serious business. Also ihr könnt die Map ja auch runterladen. Ne? Nein, ihr könnt da nicht. Nee, könnt da nicht mehr. Könnt da doch nicht mehr. Also Spaß, ihr könnt sie doch nicht mehr runterladen. Ja, der Download geht nicht mehr, ich habe keinen Bock, dass... Ja, aber ihr könnt euch den Trailer dazu angucken. Das könnt ihr machen. Ja. Also wenn damit wir noch ein paar Cent von euch abknöpfen können. Selbst wenn die abknöpfen, die bezahlen das noch nicht. Ja, das stimmt schon, aber... Ja, aber wenn die, weiß, wie ich das meine, im Übertragen. Also wenn es echt Leute geben würde, die sagen, ja, ich würde die Map echt gerne mal zocken, dann würde ich die auch hochladen. Aber solange erst keiner sagt, habe ich keinen Bock, mich darum zu kümmern. Also ich bin gerade beim letzten Sprung gescheitert. Ja, habe ich gesehen. Das ja. Noch. Aber ich dachte, ich sagte einfach nichts zu, weil dann noch. Ja, weil sonst wird alles nochmal fixig. Ja. Jetzt macht er. Oh, aber mal ganz im Ernst, Alter, wenn du bei einem Zweier runterfällst, dann ist dir auch echt nicht mehr zu helfen. Oh, diese Challenge ist mir einfach zu einfach. Das ist das Problem hier. Ja, dann konzentrier dich doch einfach. Nee, mal. Kann ich gerade nicht. Dann denk dir einfach mal, du übst gerade Minecraft und du machst dir so ein paar Sprünge und willst zeigen, dass du die kannst und ja. Dann fällt ja nur noch runter. Ja. Das wird nichts dir. Das ist echt gerade ein Wurm drin. Mach jetzt hier jeden einzeln. Oder doch, passt genau. Ja, jetzt passt es genau. Ja, jetzt passt es. So, hätte ich mal vielleicht von Anfang an machen sollen, ne? Ja. Oh ja, egal. Wenn es so weitergeht, gebe ich die gleich auf, ey. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir die erste Challenge, die wahrscheinlich die leichteste ist. Deine ist ja so obwohl nee, ist sie wahrscheinlich. Die ganze Map ist einfach nicht schwierig. Ich wollte ja keine schwierige Map machen, wie der Wichser da vorne. Sie ist aber auch nicht ultra einfach. Ja. Naja, sie sollte halt schon... Friedsmit würde ich ja schon dran verzweifeln an dieser ersten. Weil diese 3-4er. Ich weiß noch, wisst ihr noch, wir wollten noch am Anfang mal, haben wir das noch gespielt, weil wir einschätzen wollten, also weil ich gebeten habe, einzuschätzen, wie schwierig die Challenges sind. Wisst ihr das noch? Ja. Ich so, Schwierigkeit, ja, da wollten wir noch Schilder genau. Hinmachen, ne? Genau. Ja, 0 von mir. Oh, Alessandro, Alter. Oh, Alessandro, kannst du schon mal eine 10 drauf schreiben, wenn wir eine 0 bin? Er gibt schon mal eine 5, und was sagst du? Ja, das ist dann nix, die Challenge, ey. Ich ja, auch doch, ein paar sie ist ganz schön haarsträubend gerade. Also, die Vierer sind halt schon ein bisschen fickrig, da gebe ich zu. Also mach doch hier so ein Schild 2 von 10. Ja, brauche ich ja jetzt nicht zu machen, ey. Ich hab deine Idee doch eh nicht. Ja, aber wäre doch cool. Wollten wir nochmal machen. Können wir einfach für die Leute hier sagen. Ja, also ich würde eine 1 oder eine 2 geben. Ich würde eine 2 geben, weil. Also von 10 oder was? Ja, von 10. Okay. Weil die 3 Vierer. Ist halt ein bisschen Timing und die Nippelsprünge sind offen. Ja, das ist schon wieder nicht gemacht, ne? Ja. Sind auch nicht so ultra. Das ist gerade richtig lecker. Also ich würde eine 3 sagen. Die Vierer sind zwar Vierer, aber die kannst du alle hintereinander machen, also sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist alles andere, die ich mache, ist einfach, weil man einfach schlecht ist. Ja. Eine 3 sagst du, okay. Ich sage auch 3. Ne, 2. Mach dir ja, erst, komm, das ist doch. Alter. Ich versteh's doch gerade selbst. Das andere, bevor du nicht gemacht hast, kannst du nicht mehr bewerten. Tontensohn. By the way. No. Ja, das sind endlich mal wieder Maps, wo. Also ich jetzt für meinen Teil mir ein paar Erfolgserlebnisse habe. Ja, hoffe. Für jeden. Nein, für alle, Alessandro ist wie jede Challenge ein Erfolgserlebnis, weil er macht zum. Alter, Alessandro, ich. Ohne Witz, Mann. Ja, was soll ich denn dafür?
Wir haben ja schon so oft gesagt, dass man, wenn man bei Vierer durch